Im Dialog Deckeneigenschaften im Register allgemein werden Ihnen alle Informationen zur markierten Decke angezeigt. Die markierte Decke ist immer die Decke des eingestellten Hauptgeschosses, solange keine Subgeschosse vorhanden sind. Sind Subgeschosse vorhanden, ist es immer die in der Combobox für Subgeschosse eingestellte Decke. Sie sehen dies an der blauen Markierung des Deckenelementes im Grundriss. Die Bezeichnung einer Decke kann nur dann geändert werden, wenn es sich um eine freie Decke handelt. Andernfalls ist die Bezeichnung der Decke grundsätzlich immer die Bezeichnung des Geschosses. Eine Decke bezieht ihre Kontur von den Außenwänden. Das heißt, wird jetzt die Außenwandkontur verändert, zum Beispiel durch Vor- und Rücksprünge oder auch durch dynamische Bauteilvorlagen, so wird automatisch auch die Decke angepasst. Wenn Sie dies hier ausschalten, würde dann keine Veränderung der Decke erfolgen, und zwar genau so lange, wie Sie dies in den Eigenschaften der Decke wieder aktivieren. Das automatische Absturzgeländer kann ebenfalls je Decke an- und ausgeschaltet werden. Es prüft automatisch bei Decken und Deckenlochkanten, ob eine Absturzgefahr besteht, und erzeugt dort ein automatisches Geländer. Die Funktion, das automatische Absturzgeländer auszuschalten, hat dann Relevanz, wenn Sie mit freien Decken bewusst Nebengebäude erzeugen und dort keine Absturzsicherung haben wollen, oder aber wenn Sie an der Hauptgeschossdecke das automatische Absturzgeländer ausschalten, um individuelle freie Absturzgeländer zu setzen. Sie sehen im Schnittbereich für den Grundriss, dass alles das, was Sie links im Grundriss sehen, sich aus dem Höhenschnitt ergibt, der an der markierten Decke von 0 bis 2 Meter eingeschaltet ist. Würden wir diesen Schnittbereich entsprechend verändern, verändert sich automatisch auch die Darstellung im Grundriss. Wir machen einmal eins, wir setzen den Schnittbereich hier mal auf 0 bis 4 Meter. Achten Sie bitte hier auf diese linke Giebelwand. Und wir sehen, dass hier plötzlich noch ein Fenster in der Darstellung aufgetaucht ist. Wenn wir dies jetzt markieren, rechte Maustaste, dann sehen wir, aha, dieses Fenster hat eine Oberkante von 5 Metern, eine Brüstungshöhe von 3 Metern, war demzufolge aus unserer Schnitthöhe von der Decke von 0 bis 3 Metern einfach raus, und deswegen wurde es auch nicht dargestellt. Wenn wir uns das Ganze in der Ansicht kurz anschauen, sehen wir, es handelt sich um ein klassisches Fenster oben im Giebelspitz. Stellen wir die Höhe wieder auf 2 Meter. Sie sehen im Bereich der Hauptgeschossdecke, dass Oberkanten, Fußbodenaufbau, Deckenstärke, Deckenbeplankung etc. alles ausgegraute Felder sind. Die Bezugsquellen sind immer auf dem zugehörigen Geschoss sitzend, und diese Daten werden automatisch aus den entsprechenden Geschosseinstellungen übernommen und würden auch genau dort geändert werden können und nicht hier im Register Decke. Wenn das Deckenelement, wir gehen hier einfach mal auf einen vorhandenen Teilspitzboden, ein freies Deckenelement ist, dann haben Sie sowohl die Möglichkeit, die Bezeichnung frei zu vergeben, als auch die Möglichkeit, automatisches Absturzgeländer und Kontur von den Außenwänden übernehmen anzuschalten. Sie sehen, wenn Sie dies anschalten, verändert sich automatisch die Kontur der Decke. Nehmen Sie diese Eigenschaft wieder raus, wird die Decke in ein freies Deckenelement umgewandelt. Die Veränderung der Geometrie wird jedoch nicht rückgängig gemacht. Dies haben wir jetzt hier einfach mit Steuerung Z gemacht. Beachten Sie dies, wenn Sie mit der Schaltfläche Kontur für Außenwände übernehmen
bei freien Decken arbeiten. Per Klick sind Sie in der Lage zu sagen, Vermaßung im Hauptgeschoss anzeigen oder nicht. Beachten Sie, dass dies insbesondere bei freien Decken, zum Beispiel bei Garagen, die neben dem Haus sitzen, eine sehr wichtige Option ist, wenn Sie sowohl die Vermaßung des Hauses als auch die Vermaßung der Garage, die vielleicht 50 cm tiefer als das Haus steht, in einem Grundriss sauber sehen wollen. Der Schnittbereich kann auch hier entsprechend definiert werden. Beachten Sie immer, dass die Schnitthöhe sich auf das entsprechende Bezugsgeschoss, das heißt also hier auf unseren Teilspitzboden, der eine Höhe hat von 2,62 m, bezieht. Daher sehen wir auch hier das Fenster entsprechend im Giebelspitz. Wir sehen gleichzeitig, dass jetzt die Bezugsquellen-Kombo-Boxen entsprechend individuell verwendbar sind. Die Geschosseingabe hier ist als Eingabe erfolgt. Sie hätte genauso auch als Übernahme aus dem zugehörigen bzw. aus irgendeinem der beiden sonst noch vorhandenen Geschosse der Planung passieren können. Per Klick hätten wir vorne auch sagen können, die Oberkante ist absolut. Sie sehen, sobald dieser Klick aktiviert wird, rechnet das System die Werte vollautomatisch um. Fußbodenaufbau, Deckenstärke, Deckenbeplankung sind nicht bedienbar. Die Abmauerung kann hier eingegeben werden. Die Aufbauten und Stärken werden in dem Moment bedienbar, wenn die Übernahme aus dem Hauptgeschoss ausgeschaltet werden würde, das Ganze in eine freie Eingabe gewandelt wird. Sie sehen, der Wert selber bleibt bestehen, könnte allerdings jetzt hier im Deckendialog geändert werden. Beachten Sie, Subgeschossdecken immer im Deckendialog im Register allgemein ändern, Hauptgeschossdecken immer über die Geschossdaten. Der Bereich Decke gehört zum Hauptgeschoss mit der Combo-Box, in der Sie automatisch sämtliche Hauptgeschosse der geöffneten Planung sehen, ist sehr wichtig. Zum einen legen Sie damit fest, in welchem der Hauptgeschosse dieses Subgeschoss geführt werden soll. Das heißt, auch wenn wir jetzt einen solchen Spitzboden ins Erdgeschoss zuordnen würden und das mit OK bestätigen, dann würde dies gehen. Das heißt, wir sehen, wir haben jetzt im Erdgeschoss den Erdgeschossgrundriss und plötzlich den Spitzboden entsprechend zur Verfügung. Achtung, diese Zuordnung wäre in dieser Art und Weise sicherlich nicht sinnvoll, kann jedoch vorgenommen werden. Klassische Varianten für solche Zuordnungen wären, wenn Sie eine Garage neben dem Haus haben, die einen Garagenboden und eine Garagendecke hat und eine meinetwegen nur Geschosshöhe von 2,50 m, sodass sich sowohl der Garagenboden als auch die Garagendecke innerhalb des Hauptgeschosses befindet. Hier wäre es sicherlich sinnvoll, den Garagenboden im Erdgeschoss zu führen und die Garagendecke, auch wenn sie von der Höhe her noch im Erdgeschoss liegt, dem Dachgeschoss zuzuordnen. Beachten Sie bitte hierbei unbedingt eins: Diese Geschosszuordnung wird an die Kalkulation übergeben. Das heißt also, falls Sie zum Beispiel eine Bodenplatte einer Garage in den Keller zuordnen würden und der Keller ist nicht Angebotsbestandteil, dann wäre mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch diese Bodenplatte der Garage, da sie im Keller geführt wird, nicht im Angebot drin. Haben Sie also bitte auf der Liste, dass diese Zuordnung zum Hauptgeschoss zum einen steuert, wo wird Ihnen in VI-Plan etwas angezeigt und die Grundrissausgabe darf ja auch sinnvoll funktionieren. Zum zweiten damit genauso die Zuordnung in der Kalkulation definiert wird.